Wunderschönen guten Abend. Wir haben letztes Mal über die Möglichkeit gesprochen, bestimmte Informationen auszulesen, die wir dann vor allem in Skripts brauchen, weniger bei der interaktiven Arbeit, gell? Und haben gesagt, ah, da ist ganz interessant, Rückgabewerte des aufgerufenen Prozesses zu lesen, gell? Oder zum Beispiel die Argumente, gell? Die wir bekommen, festzustellen und damit zu arbeiten, gell? Das sind eben die Dinge, die man dann eben so braucht, wenn man Skripts schreibt, gell? So, das nächste, gell? Es gibt ein Konzept der Variablen, also ein Datenkonzept, gell? Und da gibt es so Umgebungsvariablen, sagt man da auch, gell? Also Variablen in der Shell. Und ja, da gibt es ganz viele, und mit Set kann man da mal fragen, was es doch so alles gibt, gell? Also machen wir mal Set hier, gell? Und oh, das schaut ja wild aus, gell? Ja, fragen wir da mal, wie viele Zeilen haben wir da? Set WC minus L, der Word Counter sagt 2400 Zeilen. Viel, gell? Aber hier sehen wir keine Variable, gell? Also das schaut aus wie Funktionen sind das, gell? Also das sind in der Shell Funktionen. Und ja, also da gibt es ganz viele von diesen, gell? Also machen wir Folgendes, wir geben das dann weiter einen Pager, less, und schauen mal hinein. Und da sehen wir jetzt, ah, da gibt es schon Variablen, gell? Und zwar, meistens sind die groß geschrieben, gell? Also da, die erste heißt Bash, gell? Und was steht drinnen? Der Pfad zur Bash. Ja, dann gibt es Bash-Obst da, oder das sind dann eben so Funktionen. Oder was haben wir da? Bash-Version gibt es, gell? Columns, gell? Also wie viele Spalten habe ich, gell? Compis-Config-File, Ubuntu da, gell? Also da gibt es lauter Dinge, die dann aufgeschrieben werden, damit das System, unser Betriebssystem dann und die verschiedenen Programme und Software dann damit arbeiten können. Geil? Also das, die Sprachumgebung oder ja, wo ist die Geschichte gespeichert, der letzten Aufrufe, geil? Wie viele sind es da, geil? Oder Home-Verzeichnis, gell? Woher weiß ein CD, wo es zurückkommen muss, wenn man CD macht, gell? Oder woher weiß es, was Tilde ist? Es muss irgendwo gespeichert werden, gell? Ja, wie heißt der Rechner, gell? Also das ist der HP-Schleppi hier, gell? Und es ist ein, ja, so ein Intel 64-Bit, gell? Und, gell? Also dort haben wir ganz viele Variablen, gell? Logname, gell? Also Karl und so weiter. Und diese Dinge, gell, die kann man benutzen. Kann man benutzen, um dann etwas aufzuschreiben, gell? Eine Variable, wie wir sie von der Programmierung her kennen, gell? Einige sind eben Home, das Home-Verzeichnis, Hostname haben wir gesehen, der Name des Rechners, gell? Logname, wie wir uns eben anmelden, unser Username, gell? Dann Batch. Der Suchpfad, gell? Wenn wir da mal schauen, gell? Echo, Dollar, Weiß, so, und das sind die Suchpfade, gell? Das ist eine Liste von Verzeichnissen, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind, gell? Und in diesen Pfaden, gell, wird nach Programmen gesucht, wenn man sie ohne Pfadangabe aufruft, gell? Also das ist dann das, was wir ja, selbst vielleicht konfiguriert haben, gell? Oder vom System konfiguriert bekommen haben, gell? Wenn wir einfach ein Programm aufrufen, gell? Wenn wir da Firefox aufrufen, dann wird Firefox in einem dieser Suchpfade eben gesucht. Ja, BS1, gell? Also die erste Zeile des Prompts, gell? Also Echo Dollar BS1, gell? Also da, ja, das ist da so eine Zusammensetzung aus mehreren Informationen. Und was kommt denn heraus? Es kommt heraus, dass ich der Login-Name Karl bin, auf dem Hostname, gell, Schleppi, Doppelpunkt und dann
ist die Pfadangabe und am Ende noch ein Dollarzeichen. Das Ganze ist dann so ein bisschen schön konfiguriert, gell? Und das kommt dann raus. Ja, BWD, gell? Also das, was unser aktuelles Verzeichnis ist, gell? Und die User-ID zum Beispiel, gell? Ja, da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele davon, nicht nur diese paar, gell? Okay. Ja, der Gültigkeitsbereich, gell? Also, Scope. Und zwar haben wir hier zwei Konzepte, gell? Einmal die Sichtbarkeit, gell? Wie weit sieht man unsere Variable und wie lange lebt die Variable, gell? Und zwar ist die Frage jetzt, wenn ich eine solche Variable hier habe, gell, dann ist die irgendwo eingerichtet worden, als wir uns vielleicht angemeldet haben. Gell, und dann bekommen wir sie vererbt. Gell, und das ist ein Konzept, das, ja, das wir mit Export machen können, dass man also solche Variablen an die aufgerufenen Umgebungen eben mitgibt. Gell? Solche Umgebungen kann man dann mitgeben. Gell? Die können sagen, ja, okay, ich hoche, ich übernehme sie. Die können aber auch sagen, du weißt was, gell? Ja, kannst du mich gerne haben, gell? Was du mir mitgibst, das ist egal. Gell? Okay, also das ist wie wir können da ja, machen, was die Eltern wollen, gell? Oder machen, was wir wollen. Gell? Mhm. Okay, und das da kann man mit diesen Variablen machen. Man kann also etwas mitgeben. Gell? Also man kann eine Umgebung haben und in der Umgebung Variablen definieren. Wenn man Export macht, dann kann man sie an neue Umgebungen, die wir daraus aufrufen, mitgeben. Umgekehrt, wenn wir eine Variable erzeugen, dann können wir sie nicht an andere Umgebungen geben, außer die, die wir selbst aufrufen. Gell? Also die also im Jargon unsere Kindprozesse darstellen, gell? Denen können wir sie mitgeben, wenn sie sie übernehmen, gell? Und ja, gehen wir mal schauen, also was habe ich hier alles? Gehen wir hier mal in bla schauen, gell? Also bla ist gleich bla bla bla. Mhm. Gehen wir es mal ausprobieren, gell? Also echo dollar bla, das gibt's, Variable gibt's, steht bla 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 drinnen. Okay. So, jetzt fehlen mir hier vielleicht ein paar Shells. Gehen wir mal schauen, ob ich hier sowas habe. Also Gnome Terminal. Gnome Terminal ist also dieses Fensterle da. Gell? Gehen wir mal schauen, ob Gnome Terminal dieses Bla hier übernimmt. Gell? Machen wir Echo, Dollar, Bla und nicht da. Gell? Ja, also, das ist eine Umgebung, die gesagt hat, boah. Mir egal, was vom Elternprozess kommt, gell? Und ignoriert es einfach, gell? Wird neu initialisiert mit den verschiedenen Initialisierungen in etc. Profile, etc. bashrc, Punkt Profile im Home-Verzeichnis, Punkt bashrc im Home-Verzeichnis, also mit diesen Konfigurationsdateien und was vom Elternprozess kommt, gell? Habe die Ehre, gell? Okay, jetzt gehen wir mal schauen, ich weiß nicht, ob ich hier doch, ich da extern installiert habe. Aha. So, das kann ich jetzt nicht vergrößern. Das ist jetzt ein bisschen blöd, gell? Auf jeden Fall extern, gell? Wenn ich hier jetzt Echo Dollar Bla mache, dann steht auch nichts drinnen, gell? Also, mir fehlt jetzt ein bisschen die Vielfalt der verschiedenen Shells. LXterm ist da. Gehen wir mal schauen. LXterm, gell, Echo, Dollar, Batch, gell, nicht Dollar, Batch, Dollar, Bla, Echo, Dollar, Bla, gell, auch nicht da, boah, alle nicht da, gell, was habe ich falsch gemacht, irgendwas fehlt, gell, gehen wir nochmal zu den Folien, gell, also schauen wir mal, also bei den Folien steht, aha, man muss die Variable exportieren, gell? Also Export machen. Machen wir mal Export, gell? Also jetzt machen wir ein Export, bla, okay. Und schauen wir mal, ob das noch da ist, gell? Echo, dollar, bla, falsch geschrieben, gell? Echo, so, steht bla, bla, bla drinnen. Und jetzt gehen wir probieren. Nochmal, Gnome,
Terminal, so. Und jetzt schreiben wir ein Echo, Dollar, bla, O ist da, gell? Und dann probieren wir es mit X-Term. Echo, Dollar, bla, O, und das ist da, gell? Und dann noch mit LX-Term. So, Echo, Dollar, bla, und es ist auch da, gell? Haben wir vorher vergebens geschimpft, gell? Haben wir nur falsch gemacht, na, gell? Diese Lehrer machen alles falsch. Auf jeden Fall haben wir das Export vergessen, dann wird das bla nicht an diese KIN-Prozesse übergeben, gell? Wenn wir aber das Export machen, wenn wir die Variable also exportieren, dann haben wir die Möglichkeit, den Inhalt dieser exportierten Umgebungsvariablen an die aufgerufenen Prozesse zu übergeben. Gell? Und jetzt machen wir noch eben einen Schritt, gell? Wenn wir da das, machen wir mal da Echo, Dollar, bla, bla, und diese Variable gibt es nicht, gell, nochmal, nee, gell, und das machen wir im KIN-Prozess. Also machen wir Gnome minus Terminal, gell, so, also diese neue Shell haben wir jetzt geöffnet und hier definieren wir das bla bla, schreiben wir bla bla ist gleich bla bla. So, schauen wir mal, Echo, Dollar, bla bla und es steht bla bla drinnen, gell. Okay, jetzt schaue ich mal beim Elternprozess, machen wir nochmal Echo, bla bla und erwartungsgemäß ist nicht da, gell? Weil das ist ja nur im KIN-Prozess da vorhanden, gell? Und jetzt machen wir folgendes, jetzt machen wir ein Export, bla bla, gell? Jetzt schauen wir noch, ob es drinnen steht, doch, nicht verloren gegangen. Und jetzt, nachdem wir Export gemacht haben im KIN-Prozess, machen wir im Elternprozess Echo, bla bla. Und es ist nicht da, gell? Warum nicht? Weil wir exportierte Umgebungsvariablen nur beim Aufruf der KIN-Prozesse dann, wenn wir doch dann das Programm neu starten, können wir doch die Umgebung übergeben, gell? Nur dann. Und nicht an die Eltern zur Prozesse zurückgeben, das geht nicht, gell? Also, es geht nur vom Elternprozess kann eine exportierte Variable, Umgebungsvariable, dann zum KIN-Prozess übergeben werden. Der KIN-Prozess kann das dann annehmen, gell, oder er kann sagen, lösch mal weg, gell, ich mache mein Bier. Okay, ja, das da ist ein wichtiges Konzept, gell. So, dann schauen wir uns noch etwas an, bevor wir hier diese Übung machen, gell, danach wollen wir ein Verzeichnis zu den Suchpfaden hinzugeben, gell? Und das wollen wir dann ausprobieren, gell? Wir wollen also die Suchpfade um ein neues Verzeichnis ergänzen. Und weil wir das dann, ja, das schreiben wir in ein Skript hinein, gell? Und dann testen wir das Skript, gell? Okay? Aber vorher schauen wir uns noch was an, und zwar, bevor wir dann zu den Kontrollstrukturen kommen, noch das Letzte, die arithmetischen Ausdrücke. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, um arithmetische Ausdrücke zu definieren. Zwar sind das ganz einfache, ganzzahlige Ausdrücke, aber manchmal braucht man sie, gell, um etwas zusammenzuzählen, eine Schleifenvariable zu machen, die man dann inkrementiert oder dekrementiert. Also für einfache Sachen gibt es eben elementare Arithmetik. Und da gibt es ja, mehrere Möglichkeiten. Erstens Dollar, eckige Klammer, gell, Dollar, eckige Klammer, berechnet den Ausdruck darin, gell, und liefert ihn dann zurück. Wie können wir dann zum Beispiel ausgeben, wir könnten ihn auch zuweisen, gell, okay. Und für selbe gibt es dann auch die jüngere Schreibweise, das mit Dollar und zweimal runde Klammer, gell, okay. So, probieren wir mal, machen wir hier ein Echo, Dollar, 1 plus 2, so, ist 3, super. Und dann mit runde Klammer, gell, mit runde Klammer funktioniert das auch, gell. Aber
Ja, das ist jetzt ein bisschen versionsabhängig, gell? Auf jeden Fall ältere Versionen, ältere Shells, gell? Kennen nur das, gell? Jüngere Bash kennen auch dann das da, gell? Okay, aber wie gesagt, das ist immer Shell-abhängig. Es gibt dann eine Möglichkeit, und die ist recht beliebt, ein externes Programm, und zwar das externe Programm Expression zu benutzen. Und Expression macht jetzt folgendes: Es rechnet wertet den übergebenen Ausdruck aus und gibt das Ergebnis aus. Das macht halt seine Ausgabe. Gell? Also brauchen wir vor Expression kein Echo zu schreiben. Gell? Okay? Also schreiben wir mal Expression 1 plus 2. Und was ist wichtig? Dass ich die Leerzeichen hier habe. Weil ohne Leerzeichen kann er die verschiedenen Argumente nicht trennen. Gell? Okay? Also kommt 3 heraus. Würden wir die Leerzeichen nicht machen, weil schauen wir mal, was dann passiert. Ja? 1 plus 2 kommt heraus. Jetzt wissen wir es, gell? Okay, also wir müssen hier die Leerzeichen benutzen, um die Argumente zu trennen, gell? Und Expression ist eben dann ein externes Programm, ein Aufruf, gell? Und rechnet uns dann den übergebenen Ausdruck aus. So, und jetzt wollen wir schauen, wir wollten also hier diese Übung machen. Wir wollen ein Skript schreiben, das uns den Suchpfad ergänzt. Also zu dem Suchpfad ein neues Verzeichnis dazugibt. Und das wollen wir in einem Skript durchführen. Gell? Definiert euch einen Pfad und dann, ja, und den gibt es dann zum Suchpfad hinzu mit dem Skript. Viel Spaß!